Was geht ab? Aha, aha. Ich mache ein Video. Lasst ein Like da und ein Abo. Still better than Bibi. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute. Ja. Zu einem Video. Ich habe euch mal wieder auf Twitter gesagt, ihr sollt mir Videos einsenden unter dem Hashtag Luca reagiert. Das habt ihr zahlreich getan und darauf reagiere ich jetzt. Let's get it started. Ach, schlimmer kann's gar nicht mehr werden. Ich glaube, Thaddäus hat sich dann in der Situation gedacht, beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Ich muss aber wirklich sagen, ich möchte mich hier jetzt gar nicht weit aus dem Fenster lehnen, kann ich auch gar nicht, weil wir hier Fliegengitter drin haben. Bruh. Ich finde, ApoRed hat sich verbessert. Ja, ich weiß. Braucht ihr jetzt gar nicht buhen, Freunde. Ich finde wirklich, er bleibt dran. Er verbessert sich regelmäßig. Auf der anderen Seite muss man jedoch auch anmerken, dass es sehr viel schlechter auch nicht mehr ging als seine bisherigen Musiklieder. Aber hey, er bleibt am Ball. Genauso ist es bei mir. Ich spiele derzeit ein bisschen Klavier und lerne das und bin auch nicht der Beste. Aber ich veröffentliche es nicht. Und er schon. Also ist doch noch was anderes. Egal. Wir machen weiter mit dem zweiten Video. Guten Tag, willkommen im Flugzeug. Wir fliegen mit luca-shop.de Airlines. Alles klar. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich meine, ich mache ja wirklich auch Werbung für meinen Shop hier. Guck mal, ich habe hier gerade neben mir auch noch den Beutel liegen. Ich habe hier, der Pulli ist gerade im Schrank. Und ich habe da wirklich so ein paar Produkte drin. Ich meine, da sind ein paar Hoodies, ein paar T-Shirts, Popsocket, Beutel, eine Decke, ein Handtuch. Da sind verschiedene Sachen in meinem Shop drin. Aber eine Airline, naja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber Freunde, wisst Bescheid, nächster krasser Launch, 1.12. dauert zwar noch ein bisschen. Ich plane jetzt schon, klar, natürlich ein paar Designs und so. Aber vielleicht bin ich dann auch eine Airline. Na, wenn ihr in Urlaub fliegen wollt, scheiß auf Ryanair, Air Berlin, Eurowings, Lufthansa. Keine Ahnung, was es alles gibt. luca-shop.de Airline. Damit ist man weiter. Wer hat das gemacht? Du hast einen Oscar verdient. Es ist wirklich selten der Fall, dass ich in diese Luca-reagiert-Kategorie auf Twitter reingehe und Videos sehe, wo ich wirklich einen Lachflash kriege. Und das war nämlich hier der Fall. Alter, ohne Spaß. Ich... Komplettes Scheißvideo. Entspannte Sache, Digga. Sie steht einfach an irgendeiner Straße, fährt einfach so ein LKW dran vorbei. Und ich meine, normalerweise, wenn da so ein LKW herfährt oder zumindest so ein offener LKW, so eine Tragefläche, so eine Ladefläche, dann sind da irgendwelche Container drauf oder im schlimmsten Fall irgendwelche Schweine, die da halt drinstehen. Alles klar, Sonne, ist ja nicht so, dass ich auf dich angewiesen bin, was die Belichtung meiner Videos angeht. Ich zeige euch mal, wie meine Softbox hier zu Hause bei meiner Familie aussieht. Ja. Wisst ihr, ich sehe so ein Video von Dena in den Trends, wo er sich so eine Kamera gekauft hat, die 60.000 Euro kostet, ist circa dreimal so teuer wie mein Auto. Aber ich meine, vollkommen in Ordnung, ist ja eine gute Investition, geile Kamera, er macht da bestimmt geile Videos. Und dann gibt es auch noch mich. Das ist meine Softbox. Die kostet so 50 Cent. Ich kann die nicht mal hinstellen. Eine Ewigkeit später. Hä, hey, so schlecht ist das Licht eigentlich gar nicht. Um wieder zurück aufs Video zu sprechen zu kommen, war das richtiges Deutsch. Die steht da einfach rum und auf einmal fährt so ein LKW dran vorbei mit SpongeBob und Patrick tanzend da drauf. Was? Was? Mega cool, mega coole Location, mega gut gezockt. Ich meine, ich kann auch gut Fußball spielen, ich versuche den Trick jetzt hier mal nachzumachen. Regie, kann ich einmal die Musik bekommen, bitte? Dankeschön. So, ich fange jetzt an. Luca-shop.de. Normalerweise rede ich zu jedem Video immer mal so ein bisschen und sag so, wie ich das finde, was ich davon halte, versuch's eventuell nachzumachen, wie gerade bei dem Fußball, bei der Fußballsache. Aber hier kann ich einfach wirklich nur sagen, ja, ist eine gute Entscheidung, diesen Shop mal zu besuchen. Man könnte jetzt sagen, okay, das ist Vandalismus, du klebst da einen Aufkleber irgendwo hin, was nicht dir gehört, was nicht privat ist, sondern vielleicht einem anderen gehört oder öffentlich ist oder so. Das ist natürlich in einer gewissen Form strafbar, aber es ist ein Sticker aus dem Luca-Shop, also muss ich wirklich sagen. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Ich weiß, du hast zwar kein Luca reagiert oder so jetzt gepostet. Nee, Kollege, ich habe ja kein Luca reagiert gepostet.
Und meine Frage an dich wäre, kannst du eigentlich auch wirklich ernsthaft ausrasten oder bist du ein ruhiger und gelassener Mensch? Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage und zwar ist ja sehr vieles, was YouTuber in ihren Videos machen, oft, ich sag mal, fake oder ein bisschen zu krass oder geschauspielert oder keine Ahnung was und bei mir ist das tatsächlich manchmal auch der Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Pranks fake, so wie das andere YouTuber machen oder irgendwelche Reaktionen fake oder so, sondern ich bin natürlich immer ein bisschen aufgeregter, wenn eine Kamera läuft und bin natürlich so ein bisschen krasser drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt so im echten Leben, das sagen mir auch sehr viele, die mich bei Fantreffen treffen. Die sagen häufig zu mir, hey, wenn ich dich so treffe, bist du ja mega korrekt, mega nett, ruhig und sowas, irgendwie alles so voll gelassen. Gar nicht so wie jetzt, wenn ich beispielsweise ein Horrorspiel spiele. Aber ich meine, das Ganze ist natürlich auch logisch, das Ganze ist einfach nur menschlich. Wenn ich die ganze Zeit so ausrasten würde, wie wenn ich beispielsweise damals Rage Quit gespielt habe oder Cat Mario oder so, dann ja, wäre mein Herz jetzt, glaube ich, kaputt und vielleicht wäre ich sogar schon längst im Knast. Also ich kann natürlich auch ausrasten, wenn mich Sachen abfacken, so beispielsweise beim Fußball, wenn irgendwie mein Lieblingsverein rausfliegt oder wenn ich einen heftigen Streit habe oder irgendwie so, dann kann ich natürlich auch mal laut werden oder ausrasten oder wenn ich selber irgendwie mich verletze oder keine Ahnung was. Aber eigentlich bin ich eher ein ruhigerer Mensch und ich finde auch, dass eigentlich alle Probleme, Konversationen, Diskussionen eigentlich nur gelöst werden können, wenn man ruhig bleibt, sachlich bleibt, Freund, nein, meine Softbox fällt um. Danke für ein Slow-Motion-Video von drei Fahrradfahrern. An der Stelle jetzt mal hier ein Slow-Motion-Video für euch, wie ich zwinkere. An der Stelle muss ich wirklich sagen, ich hoffe, euch hat das gefallen. In der Tat. Also, um auf dein Video hier zurückzukommen, ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass du mein Abo gekündigt hast. An der Stelle muss ich sagen, da mich jetzt einer hier deabonniert hat, muss ich wirklich sagen, Freunde, es wäre ultra cool, wenn ihr jetzt einfach mal ein Abo da lassen würdet. Ihr findet unter dem Video einen Abonnieren-Knopf eingeblendet. Es wäre mega geil, wenn ihr da draufklicken würdet. Falls ihr da schon draufgeklickt habt, noch viel besser, Freunde. Da könnt ihr nämlich einfach daneben, da steht ja dann abonniert, ist da eine kleine Glocke eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr nämlich Benachrichtigungen anmachen. Dann bekommt ihr eine dann bekommt ihr eine Mitteilung gesendet, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe auf euer Handy oder keine Ahnung was. Und das ist aber geil. Ja, halt einfach deine Fresse, Luca. WTF. Mir wird hier ein Video eingesendet von irgendeinem Mädel, das im Unterricht gefilmt hat, wie eine Cola-Dose explodiert ist und hochgeflogen ist. Was macht ihr bitte im Unterricht? Ich habe früher auch Physik und Chemie gewählt, weil ich dachte, okay, da macht man bestimmt irgendwelche krassen, geilen Experimente mit den Lehrern. Letztendlich haben wir dann kein Dino erschaffen, sondern eher so eine Scheißgebräu-Kacke gemacht. Aber ich meine, ihr fetzt Flaschen in die Luft. Hey! Ich will auch. Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig gesehen habe, aber ich glaube, das war tatsächlich eine Pizza, die da auf dem Eis gefahren ist. Ja, jetzt kann ich es definitiv bestätigen, das war eine Pizza, die auf dem Eis Schlittschuh gefahren ist. Und da muss ich ganz wirklich ehrlich gesagt zugeben, diese Pizza hat mehr Talent als ich. Also, ich meine, ich war auch schon mal Schlittschuhlaufen und naja, das war eher Schlittschuhfallen. Bei der nächsten Einblendung hier muss ich wirklich sagen, ich dachte zuerst, es wäre ein ganz normaler Fidget Spinner, der sich irgendwie normal gedreht hat und die haben den ganz normal angedreht. Aber ihr kennt es ja mit Sicherheit aus dem Matheunterricht oder aus dem Kunstunterricht, früher aus der Schule oder immer noch in der Schule, wahrscheinlich seid ihr sogar noch alle in der Schule. Da hatte man oftmals einen Zirkel und ein Zirkel war einfach so ein Ding, so ein Teil und so ein Stab dran und dann konnte man da einen Stift reinstecken oder eine Mine und dann konnte man einen perfekten Kreis zeichnen. Oder in unserer Schule gab es auch so Zirkel, die waren einfach so, dann konnte man die ausklappen und dann konnte man so einen perfekten Kreis zeichnen. Die allerdings in dem Video hat das Ganze mit einem Fidget Spinner gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Oft wird ja gesagt, die Leute, die YouTube machen und schauen, sind dumm, aber ey. Ja, also vielleicht funktioniert es auch nicht richtig und es ist wahrscheinlich auch kein perfekter Kreis, aber die Idee ist an sich nicht so dumm. Brumm. 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 Wie alt bist du, Digga? Ich glaube, der ist 2 oder so, der mir das eingeschickt hat. Ob Schnitzel mit Pommes
ob Steak mit Pommes, ob Sushi mit Pommes, ob Pommes mit Pommes. Alter, okay, ich dachte wirklich so, es werden halt wirklich oft so beschissene Sachen einfach mir eingesendet bei Luca reagiert, dass mir jetzt schon YouTube-Kacke eingesendet wird, ist halt eine ganz neue Liga, die gerade erreicht wurde. Ich find's auch interessant, er sagt hier Steak mit Pommes, sogar Pommes mit Pommes, es schmeckt alles. Was kommt als nächstes? Scheiße mit Pommes? Ob Scheiße mit Pommes. Muss ich wirklich sagen, meine Damen und Herren. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Zu Hause essen wir gern Scheiße, was uns schmeckt. Zu Hause essen wir gern Scheiße, was uns schmeckt. Wer kennt's nicht? Immer wenn ich zu Hause bin, esse ich auch gern Scheiße, was uns schmeckt. Alles schmeckt Scheiße in meinem Restaurant. Das ist die beste Werbung, die ich je für irgendein Restaurant gehört habe. Alles schmeckt Scheiße in meinem Restaurant. Hat er das gerade wirklich gesagt? Alles schmeckt scheiße in meinem Restaurant. Ja, das hat er gesagt. Pommes mit Pommes. Ja. Es tut mir leid, falls ihr jetzt verstört seid, das bin ich nämlich auch. Das war gerade ein lauter Klatscher vor allem. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ihr findet unter dem Video, wie gesagt, Abonnieren-Button eingeblendet. Ich habe mir gerade voll auf die Brust geschlagen. Das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen.